Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Gut, ich habe all meine Schulsachen drinnen. Ja, ich kann losgehen. Wie spät ist es eigentlich? Schon so spät? Oh Mann, ich muss mich beeilen. Ich hoffe, Lucia ist schon aufgestanden. Sonst werden wir zu spät in die Schule kommen. Ah, da ist ihr Zimmer. Lucia! Lucia! Bist du munter? Lucia! Kebab. Ich geh auf. Hallo! Sie hat sicher wieder verschlafen. Oh Mann, jetzt muss ich sie wecken. Lucia, hallo. Wachst du bitte auf? Na gut, wer nicht hören will, muss fühlen. Ich werde jetzt einfach das Fenster aufmachen und die Sonne reinlassen. Hallo? Ja, Ariana, ich bin noch so müde. Wieso bist du so gemein? Wieso machst du die Jalousien auf? Na gut, wenn du verschlafen willst. Es ist ja nicht so, dass du heute einen Vortrag zu halten hast. Ich gehe schon mal in die Schule. Oh, mein Vortrag, das habe ich komplett vergessen. Ariana, warte auf mich, ich beeil mich. Was muss ich mich anziehen? Genau, so. Und ausziehen, perfekt, zurück. Mein Schulrucksack mit den Schulsachen, das habe ich hier oben. Sehr gut. Und, das war's auch schon. Ariana, warte! Ariana, ich habe ja gewusst, dass du auf mich warten wirst. Oh Mann, ich werde meiner besten Freundin schon nicht davonlaufen. Das war genug Sport für mich. Komm, gehen wir in die Klasse. Wie die Zeit vergeht. Wir sind schon in der Universität. Ja, das stimmt. Warte mal, wo ist denn die Sonne hin? Oh, ich glaube, du hast recht. Irgendwie schaut's aus. Es fängt gleich an zu regnen. Oh nein, es regnet. Schnell in die Klasse. Also dieser Regen kam ja mal richtig unerwartet. Ja, das war ganz merkwürdig. So von einer Sekunde auf die andere. Oh nein, die Glocke. Wir müssen in die Klasse. Ich darf nicht schon wieder zu spät kommen. Schnell, Ariana, schnell. Oh nein, die Lehrerin ist schon da. Naja, wenigstens seid ihr nur eine Minute zu spät gekommen. Nicht so wie Lucia sonst immer. Entschuldigung, Frau Lehrerin, wird wirklich nie wieder mehr vorkommen. Vielen Dank und verzeihen Sie nochmal. Entschuldigung. Überhaupt kein Problem, ihr zwei. Aber nächstes Mal bitte schaut, dass ihr nicht zu spät kommt, okay? Also Kinder, aufgepasst. Wir fangen jetzt mit dem Unterricht an. Wie ich euch letzte Woche schon aufgetragen habe, wird jetzt jeden Tag eine Person einen Vortrag halten. Und heute ist unsere liebe Lucia dran. Also Lucia, komm nach vorne. Ja, natürlich. Ich habe alles mit. Okay, nicht nervös sein. Du hast dich genug vorbereitet. So, den Laptop auf den Tisch. Also, liebe Mitschüler und Mitschüler, heute präsentiere ich euch mein Referat. Ich habe mein Lieblingsthema ausgesucht, und zwar das Sonnensystem. Wie wir alle wissen, leben wir auf dem Planeten Erde, der einer der kleinsten Planeten ist. Der größte Planet ist die Sonne. Was ist denn jetzt? Wer hat das Licht ausgeschalten? Nanu, das muss wohl ein Stromausfall sein, wegen dem Unwetter draußen. Keine Sorge, liebe Kinder, ich schaue schnell nach, ich frage schnell die Direktorin. Oh Mann, ein Stromausfall, es ist so dunkel, ich kann kaum die Hand vor Augen sehen. Ich frage mich, ob die Straßenlaternen auch aus sind. Wer ist das? Er ist verschwunden. Für einen Moment dachte ich, es ist... Nein, das kann nicht sein. Nein, er ist im Gefängnis. Oh, ich habe Gänsehaut. Lucia, bist du hier irgendwo? Ach, es ist so dunkel. Ah, da bist du ja. Was machst du hier? Gar nichts. Ich war nur so überrascht von dem Stromausfall. Sollen wir zum Platz gehen? Ja, dieser Stromausfall, ich glaube, der hat uns alle überrascht. Hey, wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht heute gar keinen Unterricht mehr. Ja, du hast recht. Komm, gehen wir zum Platz. Okay, Lucia, komm. Aber vorsichtig. Es ist wirklich so dunkel. Boah. Ich hoffe, das Licht geht bald wieder an. Ich hasse die Dunkelheit so sehr. Ich liebe die Dunkelheit. Es ist so toll. Ich hoffe, ich sehe eine Fledermaus heute. Ich habe Bock auf einen Snack. Wie lange braucht die Lehrerin noch? Ich bekomme langsam Angst. Ich will zu meiner Mami. Wo ist meine Mami? Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist nur ein Stromausfall. Das geht sicher bald wieder an. Die haben ja einen Notfallsgenerator hier. Hallo, liebe Kinder. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Die schlechten Neuigkeiten sind, der Notfallgenerator ist leider auch kaputt. Aber die guten Neuigkeiten, ich habe Kerzen für uns. Und wir machen heute Freistunde. Das heißt, ihr könnt heute machen, was ihr wollt. Wir müssen nur leider warten, bis es 14 Uhr ist und dann darf ich euch nach Hause lassen. Also, was haltet ihr davon, Freistunde? Wenn ihr auf die Toilette müsst, müsst ihr mir das bitte Bescheid geben, okay? Ich gehe derweil zu meinem Schreibtisch. Jetzt, wo sie sagt, Frau Lehrerin, ich muss aufs Klo gehen. Oh, Lucia, ja natürlich, geh, aber bitte beeil dich und komm schnell wieder in die Klasse, okay?
Ja, natürlich. Danke, Frau Lehrerin. Oh Mann, meine blöde Blase. Lucia, hast du etwa Angst? Willst du, dass wir gemeinsam aufs Klo gehen? Nein, geh bitte, ich bin doch kein Baby. Das schaffe ich schon alleine. Oh nein. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Ich hätte vielleicht eine Kerze mitnehmen sollen. Oh Mann. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht gegen irgendwas stolpere oder ausrutsche. Es ist schon sehr gruselig. Ach, geschafft. Ich muss jetzt wirklich aufs Klo. Ich muss jetzt schnell Pipi machen. Sind das Schritte? Was sind das für Füße? Hallo? Wer ist da? Es ist besetzt. Ich habe gesagt, es ist besetzt. Gehen Sie auf eine andere Kabine. Bitte, hören Sie auf. Gehen Sie weg. Hilfe! Hilfe! Was ist das für ein Geschrei? Ist das Lucia? Ob ihr etwas passiert ist? Ich muss schnell nachschauen gehen. Darf ich mitkommen, Frau Lehrerin? Ja, natürlich, Ariana, schnell. Lucia, ist etwas passiert? Lucia, bist du da drinnen? Mach bitte die Tür auf. Oh, ihr seid es. Oh, ich hatte so Angst. Da war ein Mann vor meiner Tür und der hat so laut geklopft. Wie bitte? Ein Mann? War hier im Mädchenklo? Hast du ihn gesehen? Nun ja, nein, nur seine Füße. Ach so, das war wahrscheinlich nur ein Kind. Das hat dir wahrscheinlich einen Streich gespielt. Nein, ich bin mir sicher, das war ein Mann. Oder? Also ihr dürft euch keine Horrorfilme mehr anschauen. Ich hatte so Angst um dich. Na gut, mach fertig, was du fertig machen musst und dann kommt beide wieder in die Klasse, okay? Lucia, stimmt das? Hast du einen Mann hier gesehen? Ich weiß nicht, was es war, aber es hat so laut geklopft und ich hatte so Angst. Vielleicht sollten wir die Polizei rufen oder... Nein, das ist nicht notwendig. Vielleicht hat die Lehrerin recht und mir wollte einfach nur ein kleines Kind einen Streich spielen. Ja, das war es wahrscheinlich. Genau, ein Geschmack. Loser Scherz. Die Vorlesung ist jetzt zu Ende. Ihr könnt alle wieder in eure Studentenwohnheime gehen. Und bitte passt auf, so wie es ausschaut, ist in der ganzen Stadt der Strom ausgefallen. Es wird erst morgen wieder funktionieren. Also bitte vorsichtig sein. Tudelü. Yeah, Schule aus! Saufen! Yeah, es ist auch noch Wochenende! Party! Wir können Fortnite spielen! Yeah! Na komm, Ariana, gehen wir doch ins Studentenwohnheim. Oh Mann, Lucia, das tut mir voll leid. Ich habe voll vergessen, meine Eltern kommen mich heute abholen. Wir wollen zu Hause ein Dinner haben. Was? Das heißt, ich muss nach Hause alleine gehen? Bitte nicht. Oh Mann, das tut mir so leid, aber sie haben das schon seit Wochen geplant. Lucia, könntest du bitte für einen Moment herkommen? Ja, natürlich, Frau Professor. Na gut, Ariana, dann tschüss. Oh Mann, ich habe so ein ungutes Gefühl, Lucia alleine gehen zu lassen, aber ich habe keine andere Wahl. Ja, bitte, Frau Professor. Was gibt es denn? Ich wollte dir nur deinen Laptop geben. Den hast du nämlich vorne liegen lassen. Oh Mann, wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre, würde ich den auch wahrscheinlich irgendwo vergessen. Vielen, vielen Dank, Frau Professor. Und ein schönes Wochenende. Es ist heute so viel Komisches passiert. Wahrscheinlich habe ich mir wirklich alles nur eingebildet. Aber ich habe einfach so ein ungutes Gefühl. Ich kann mir nicht helfen. Ich räume mal meinen Laptop weg und jetzt gehe ich nach Hause. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Sind etwa alle schon weg? Bin ich hier ganz alleine? Um Gottes Willen! Wer ist das? Ich habe... Bitte lassen Sie mich in Ruhe! Bitte! Oh, Lucia, schau, was ich für dich habe! Bitte weg von mir! Um Himmels Willen, Lucia! Habe ich dich erschreckt? Die Person, die im Klo war! Sie ist da! Vorsicht! Was? Eine unbefugte Person ist hier? Wo? Lass mich schnell schauen. Nein, da ist niemand. Lucia, ich glaube, das hast du dir wieder nur eingebildet. Du musst wirklich schnell nach Hause und ins Bett mit dir. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mir das nicht eingebildet. Er war hier. Dieser Tag war für uns alle sehr anstrengend. Komm hier, nimm die Taschenlampe und geh nach Hause. Und bitte sei vorsichtig. Ja, ich muss wirklich ins Bett. Vielen Dank. Na gut dann, meine Liebe. Ich gehe wieder in die Klasse. Ach, diese Kinder. Kann es wirklich sein, dass ich mir das wieder eingebildet habe? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich glauben soll. Es regnet auch noch. Schnell nach Hause, schnell. Endlich zu Hause. Ich
bin fix und fertig, dieser Tag. Ich werde mich etwas hinlegen. Mann, ich möchte einfach nur noch schlafen. Gute Nacht. Wisst ihr, wer dieser Mann am Fenster ist? Kennt ihr seinen Namen? Dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann hoffentlich freut ihr euch schon auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese kleine gruselige Story gefallen und sie war nicht zu gruselig für euch. Falls sie euch gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt bedanke ich mich noch bei ein paar Zuschauern, die immer liebe Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel, danke dir Veronika, Janata und Benjamin. Vielen lieben Dank für eure netten Kommentare. Und unsere Kanalmitglieder dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Vielen Dank Kelly, Erik, Christian, Husaka und Gunnar. Vielen lieben Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und unseren Kanal damit supportet. Wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, dann werdet einfach Kanalmitglied oder schreibt einen netten Kommentar und mit etwas Glück kommt ihr ins nächste Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.